Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Technikfrage aus Königis Bonsai-Garten. Sie kommt von Reik und es geht um kapillare Luft. Hallo Martin, vielen Dank erstmal für die vielen informativen Blogs. Ich baue gerade in Eigenleistung meinen Koi-Teich und konnte die Verrohrung für Skimmer und Bodenabläufe vom Teich bis zum Filter stets steigend verbauen. Allerdings führt das Rohr von der im Bürstenfilter nass aufgestellten Pumpe erst etwas hoch und dann stets abwärts in Richtung Teich. Nun zur Frage, drückt die Pumpe sämtliche Luft aus dem Rohr und sollte ich ein Entlüftungsventil verbauen? Zum Einsatz soll eine drosselbare Oasepumpe kommen. Alle Rohre in DN100. Danke und viele Grüße, Reik aus Leipzig. Also, das hast du alles gut gemacht und auch die Frage ist gut. Das ist ja das, was wir immer sagen, wenn hier der Bodenablauf ist und hier der Filter und ich gehe dann aus meinem Bodenablauf raus, hoch und dann wieder runter, so, dann bildet sich hier ein Luftsack und dieser Luftsack kann nur schwer bis gar nicht von den 3 bis 5, 6 cm Niveauunterschied zwischen Teich und Filtereingang rausgedrückt werden. Da ist einfach der Druck nicht stark genug und das führt dann dazu, dass das Wasser zwar fließt, aber quasi hier durch den Luftsack es zu einer gravierenden Engstelle kommt und dann steigt der Niveauunterschied zwischen Teich und Filtereingang gravierend. Jetzt könnte man Folgendes machen, dass man einfach den Filter mal ablässt und dann über den Bodenablauf, wo dieser Knick drin ist, einen größeren, also alles Wasser dann über diesen Bodenablauf fließen lässt. Dadurch hat man einen größeren Niveauunterschied und in manchen Fällen drückt es dann den Luftsack, den anfänglichen, wieder raus. Aber jetzt passiert Folgendes, durch kapillare Luft, die sich dann ganz langsam über den Bodenablauf wieder bildet, füllt sich der Luftsack immer wieder. Also wenn die Rohrleitung dann mal zum Laufen gebracht wurde, wird sie ganz langsam wieder schwächer und der Niveauunterschied, wenn die Rohrleitung zum Laufen gebracht wurde, dann füllt sich der Luftsack ganz langsam wieder und der Niveauunterschied zwischen Teich und Filtereingang wird wieder größer. Also das ist lästig ohne Ende. Von daher Bodenablaufleitung immer steigend, ja, und auch Skimmerleitung immer gerade oder steigend, dass die Luft einfach raus kann. Ansonsten sind die Anlagen nervig bis zum geht nicht mehr. Bei Reik ist es jetzt anders. Bei Reik, er hat nach der Pumpe, also hier ist eine Pumpe, da geht es erst hoch und dann runter und in den Teich. Und da muss ich sagen, wenn du jetzt ein 110er Rohr hast, da muss natürlich schon ein bisschen Wasser durch. Wenn du jetzt eine ganz schwache Pumpe dran hättest, sagen wir mal eine 5000 Liter Pumpe oder eine, keine Ahnung, eine 10.000 Liter Pumpe, dann kann ich dir nicht garantieren, dass der Luftsack dadurch rausgedrückt werden kann. Wenn du aber eine Pumpe dran hast, also bei einem 110er Rohr, da sollten ja schon 20.000, 30.000 Liter durch. Und wenn da jetzt 20.000 Liter durchgedrückt werden und du hast eine regelbare Oasepumpe und du hast noch, im wahrsten Sinne des Wortes, Luft nach oben, dann drückt die den Luftsack auch raus. Und durch das, dass in den Abgangsleitungen, also von der Pumpe zum Filter, wenn ihr euch an unsere Empfehlung haltet, also jetzt gerade 20.000 für ein 110er Rohr, dann ist die Fließgeschwindigkeit auch entsprechend stärker und der Druck in der Rohrleitung höher, sodass sich da auch aufgrund von kapillarer Luft kein Luftsack mehr bilden wird. Also da musst du in der Regel keine Angst haben, außer das Verhältnis zwischen Rohrdimension und Pumpenleistung ist so, driftet so weit auseinander, dann könnte es natürlich sein. Also du wirst es aber sehen, wenn du deine Anlage in Betrieb nimmst, dann wird erstmal Luft, 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 Luft vorne kommen. Und in dem Moment, wo keine Luft oder nur noch sehr wenig Luft kommt, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass da nichts mehr passiert. Und also ich würde auf so ein Entlüftungsventil, wenn du es einfach einbauen kannst, baue es ein. Aber wenn die Anlage einmal läuft, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass sie dann dauerhaft durchlaufen wird. Vielen Dank für deine Frage, Reik. Mach's gut und Ihnen eine gute Zeit im kühlen Deutschland. Sie sehen, ich sitze morgens um 8:30 hier im T-Shirt. Bis dann. Ciao.